Widmen. Ah, oh, cool, wieder ein Video. Getrieben von Mordrags Herz hat der Alchemist die Essenz zweier Wächter geraubt. Die beiden anderen Wächter leben in der kargen Ödnis rund um Zerifesh. Dort schlägt der Alchemist als nächstes zu. Ihr müsst ihm Einhalt gebieten, bevor ein weiterer Wächter fällt. Okay. Wir sind jetzt hier und wir müssen den Alchemisten aufhalten. Ich rede mal noch nicht mit denen. Hier haben jetzt hier ein Angelloch. Wir haben. Was ist das denn? Kombiniert Schätze zu neuen Gegenständen. Ja, hol mich doch der, ja, rappel mich doch der und holla die Waldfee. Was ist das denn? Akt 2. Am Vorabend des Krieges. Und am Vorabend des Krieges klingt mal gar nicht gut. Jetzt muss ich allerdings erstmal schauen, wo ich hier jetzt... Ich grüße euch. Wir können die Stadttore verstärken und die Abfallpforten verrammeln, aber wir müssen darauf gefasst sein, dass der Angriff aus einer anderen Richtung kommt. Oh, Wächter der Luft ist hier. Der ist mitten in der Stadt? Echt jetzt? Zyl. Fähigkeiten Neuverteilung. Nö, ist eigentlich ganz cool. Ich möchte die Schattenfledermäuse behalten. Die sind ganz geil. Portal. Wenn ihr in die Knochenwüste geht, kommt dem Drachenskelett nicht zu nahe. Die Basilisken legen ihre Eier gern bei dem alten Kadaver ab. Es gibt also einige davon in der Gegend und sie sind nicht. Und sie sind ziemlich angriffslustig. Ist eigentlich ganz geil, dass wir uns die Texte hier einfach mal durchlesen. Losette der Händler. Terafi. Es überrascht mich eigentlich, dass ein Essorier überhaupt in der Knochenwüste umherstreifen können, obwohl doch die stygische... Was? Obwohl doch im stygischen Horst der Matikor lauert. Ich verstehe kein Wort, aber er wird sicher... Ah, sind das unsere Kisten? Ja, auch nicht. Hufschmied. Ach, der macht Waffen, okay. Was haben wir denn hier? Jascha. Serafi-Wache. Der Wächter der Luft hat angeordnet, das Tor zum leeren Viertel zu schließen. Wenn der Wächter die Genehmigung erteilt, kann ich euch durchlassen. Wir können die Stadt hier, das kann man ja schon, in andere Richtung. Stopp, Moment. Ne, da komme ich nicht runter. Hier ist ein Quest, das ich aber noch nicht annehme. Wir brauchen mehr Soldaten am Südtor. Wenn wir Glück haben, ist die Wächterin des Manas bald zurück und mit ihr das Kontingent, das sie dabei hatte. Interessant. Okay, es sind also zwei Wächter in einer Stadt. Falls ihr noch nicht mit dem Wächter der Luft gesprochen habt, muss ich euch warnen. Die Knochenwüste ist während der Belagerung nicht sicher. Wenn ihr in Schwierigkeiten beratet, können wir keinen Hilfstrupp losschicken. Okay. Anscheinend ist der Alchemist mit der ganzen Armee gekommen. Nicht, dass mich jetzt irgendwie... Ah, das ist Lager. Wie jetzt? Gemeinsames Lager. Ah, Lager, gemeinsames Lager, okay. Ich möchte dann mal die Dinger hier mitnehmen. Und möchte mal ausprobieren, wie das da oben funktioniert, bevor wir jetzt mit dem Wächter reden. So, komm mal her. Ich kann hier doch sicherlich einfach mal... Mit... Flammenglutstein, Feuerschutz, Feuerschaden. Noch ein Flammenglutstein. Dann noch ein Eisglutstein. Und noch ein Eisglutsteinkorn. Das Glück ist auf eurer Seite. Hochwertig, sockelbarer Gegenstand. Zutaten. Ich weiß nicht genau, was ist. Chaos-Glutstein. Rüstung, Schmuckstücke, Körperschaden, erlittener Schaden um 3 verringert. Gift-Glutsteinscherbe. Das Glück ist auf eurer Seite.
Hochwertig sockelbarer Gegenstand, Zutaten sockelbar 3. Ich weiß nicht genau. Blutglutsteinscherbe. Das geht auch? Nee, geht nicht. Hab mich gerade schon gewundert. Okay, irgendwie habe ich jetzt was bekommen. Ach, der bleibt hier erhalten. Okay, das heißt, wir verlieren da nichts. Soll ich da jetzt einfach so ein Ding reinmachen oder was? Moment, ich nehme mal das Neue. Also irgendwie kann man da was machen, aber momentan nicht. Möchte ich dir zur Enklave der Esterianer reisen? Nein, möchte ich. Moment, wir schauen mal kurz da runter, was hier ist. Hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir können nur nach hier. Und dann kümmern wir uns jetzt mal um die Leute hier. Habt ihr die Lichter am Turm des Mondes bemerkt? Es hat beinahe den Anschein, als bewege sich dort jemand. Kennen wir. Na gut, dann wollen wir mal mit dem... Ich habe euch erwartet. Ich bin der Wächter der Luft. Ja, der Alchemist ist bereits in der Knochenwüste. Und er hat sich mit den niederträchtigen Esrohir verbündet. Vermutlich, um ihnen beim bevorstehenden Angriff auf Seriphesh zu helfen. Und jetzt ist die Wächterin des Malers dem Alchemisten in die verlassenen Gewölbe gefolgt, die von der Sphinx bewacht werden. Findet die Gewölbe und bringt die Sphinx dazu, euch einzulassen. Der Wächterin droht höchste Gefahr. Wenn nicht vom Alchemisten, dann von den Netherin. Das ist natürlich eine sehr intelligente Idee. Wir werden natürlich helfen. Quest angenommen. Der Vorabend des Krieges. Ist natürlich eine sehr intelligente Idee, wenn man weiß, okay, zwei der Wächterinnen wurden schon beraubt ihrer Kräfte, dann als dritte Wächterin hinterher zu rennen. Man weiß natürlich, dann kriegt man auf jeden Fall, da gewinnt man dann natürlich. Egal. Malik Fosch. Seid gegrüßt. Willkommen in Seriphesh. Ich bin Malik Fosch. Ich spreche für die Seraphi. Wie ihr wisst, bereiten die Esorier sich darauf vor, unsere Stadt anzugreifen. Unser Militäranführer, Kommandant Mats Muzaffa, ist anscheinend von den Esorier gefangen genommen worden, draußen in der Knochenwüste. Sie dürfen ihre Gefangenen zur Befreiung in die Festung bringen. Sobald er in der Klammburg ist, werden sie jedoch schnell erkennen, mit wem sie es zu tun haben, und dann verhören sie ihn, bis sie alles über unsere Verteidigung wissen. Ich glaube, ihr seid unterwegs in die Knochenwüste. Bitte rettet Muzaffa. Was sind denn das für Namen, Alter? Wir brauchen ihn. Ihr habt eine Quest. Angenommen. Na gut, jetzt sind wir in Seriphesh, der Knochenwüste. Oder wir sind in Seriphesh, die in der Knochenwüste liegt. Und müssen jetzt als erstes... Oh. Großer Heiltrank. Schakalbiester, okay. Hulalalalalalala. Die machen jetzt natürlich auch schon ein bisschen mehr Schaden als die auf der letzten Ebene. Wir müssen also ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Bitterfeegeist. Goldener Schlüssel. Und das hier ist jetzt schon ein bisschen Open World-lastiger, diese Map. Also, wenn man Open World dazu sagen kann. Huch! Die Fledermäuse sind auf jeden Fall sehr geil. Die helfen uns gerade bei den kleinen Viechern hier ziemlich gut.
war das denn? Ich brauche mehr Mana. Hulala. Was? Ihr seid tot. Ich belebe mich mal in der Stadt wieder, weil wir kurz davor stehen eigentlich. What the fuck? Wir waren so schnell tot gerade. Level 21 bis 23 ist die Gegend hier. Okay. Ich muss ein bisschen auf mein Leben. Wow, ist ein Skarabin. Plattenhose. Ich liege gerade ein bisschen sehr unsicher über die Map. Und hoffe gerade, dass wir schnell das nächste Level erreichen. Okay, was ist das? What the fuck? What the fuck? Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Gesundheit. Alter. Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht Mana. Was war das denn, Alter? Ich hoffe, es hat sich hier richtig gelohnt. Es geht. Im Hintergrund natürlich die Kriegsglocken. Klar eigentlich. Da ist das wieder eine Truhe. Ich hab gerade geheilt. Oh man. Hier kommen 360er. Ich hab mich gerade geheilt. Mann. Es wird anscheinend gerade Nacht. Ich weiß nicht, ob nachts jetzt stärkere Viecher kommen. Ob es da Unterschiede schon damals gab, das Spiel ist ja doch schon recht alt. Ich glaube es aber weniger, ich glaube es ist einfach nur so ein Special-Effekt, dass es jetzt einfach Nacht wird. So. Hätten wir das auch geklärt? Ich höre nochmal hinter schon. What the fuck, was ist das? Was ist das? Aua. What the fuck? Arandax hieß das Ding. Hier ist irgendeine Festung oder sowas. Mana-Öffnung. Oh! Okay. Kann ich jetzt nicht. Mana-Öffnung, auch noch nicht gehört. Aber wahrscheinlich war hier diese... wahrscheinlich war hier diese Mana... Mana-Orakel wohnt, deswegen gibt es hier solche Gegenden. Und hier sollen wir aufpassen, wurde gesagt, bei diesen Skeletten. What the fuck? Isurio-Greifer. Das sind aber nicht die, ne?
Wir sollten mit diesen Skeletten aufpassen, stand vorhin da. Ich brauche mehr Mana. Nicht infizierte Hose.